Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Let's Play von Exploding Kittens. Das Spiel ist sehr einfach und basiert auf einem Prinzip von Russisch Roulette. Und ich werde euch nur ganz kurz die Regeln erklären. Und zwar funktioniert das Spiel so, dass man am Ende seines Zuges immer eine Karte ziehen muss. Und wer als letztes noch am Leben ist, hat das Spiel gewonnen. Was heißt am Leben? Wir ziehen immer eine Karte und in dem Fall hier wäre es eine Exploding Kitten. Und dann würdet ihr explodieren. Und wenn ihr nicht eine Entschärfung auf der Hand habt, dann habt ihr verloren. Das sind so die Regeln und die anderen Karten werden wir euch im Laufe des Spiels erklären. Hast du jetzt... Was habe ich? Alles gut. Ich dachte, du hättest jetzt die letzte Exploding noch reingemacht. Nee, die letzte Exploding habe ich nicht reingemacht. Nee, es gibt genau 4 für jeden Spieler. Okay, wer will anfangen? Ich? Okay. Ja, so viele Freiwillige. Also ich mache einen Blick in die Zukunft mit meiner Ziege für 20 Euro. Das heißt, ich darf mir 3 Karten angucken. Und wir sehen die 3 Karten. Und ja, die Zukunft sieht eigentlich ganz rosig aus. Beende meinen Zug und ziehe eine Karte. Naja, ich glaube dir das irgendwie nicht. Doch, doch. Hast du gesagt, dass man jede Runde eine Karte ziehen muss? Ja, damit beendet man seinen Zug. Okay. Und sonst darf man Karten legen, so viele man möchte, und man muss immer das auswählen, was da drauf steht. Das war's eigentlich. Das hast du da gesehen? Nein! Weil, so, hops. Oh. Damit muss ich nicht ziehen. Ich spiele auch Blick in die Zukunft. Oh, willst du wirklich die Zukunft sehen? Ja. Wie sieht man das hier? Und ja, das finde ich ganz gut. Ich darf die nicht mischen. Mit deinem Einhorn-Döner. Ja, dann drauf. Falscher Stapel. Falscher Stapel. Ich mich kenne die Zukunft nicht. Passiert weil übrigens immer. Apollo auch nicht. Und wie ist die Zukunft so? Ganz gut. Sie ist immer so rosig, ne? Okay, alles super. Du bist. Ich habe eine tolle Karte gezogen. Ich spiele einen Angriff. Das heißt, Wally muss jetzt 2 Karten ziehen. Ich mach nö. Muss er doch. Muss trotzdem. Ein Angriff. Da muss ich gar nicht ziehen, dann Wally 2. Darum, bei nö wird die letzte Karte aber ignoriert. Okay, ich nö, darf man nicht spiele sagen. Meine regenbogenrülpsende Katze. Und ich möchte das. Nö! Ich spiele meinen Blick in die Zukunft. Ja, schau doch. Zeig die Zukunft mal der Kamera. Die ist sehr gut. Ich ziehe einmal und ein zweites Mal. Und war das eine Bombe? Okay, Leute. Machen wir mal einen Angriff auf Paul mit meiner Flederkatze, die Feuer rülpst. Explosion. Ich entschärfe meine Explosion. Okay. Das heißt, Paul darf jetzt die Exploding Kitten hier wieder reinmischen. Ah ja, stimmt. Auf welche jetzt. Position du auch möchtest. Und wir wissen es alle nicht. Ich mach das schon unterm Tisch. Wir haben gar nicht Wallis Regenbogen-Röpser-Katze ja, doch. Erklärt. Ich habe sie genöt. Das heißt, sie darf bei mir eine Karte klauen. Genau, also es gibt ein paar Karten, da muss man Paare sammeln. Und wenn man die hat und ausspielt, dann darf man bei jemandem bestimmtes eine Karte ziehen. Außer er legt musst Ende. Du wieder ziehen? Ja, er musste 2 ziehen. Achso. Ja. Oh. Okay, wo liegt wohl die Bombe? Alles super. Die Zuschauer sind mein. Okay, mein Christopher, Reich. Schenk mir bitte eine Karte. Okay, ich schenke dir eine total männliche Karte. Oh, das finde ich gut. Und zwar war das diese. Ich möchte eine Karte bei dir ziehen. Bratze. Dann spiele ich meinen Wunsch. Schenk mir bitte eine Karte. Und ich spiele noch Taco Cat. Und darf noch eine Karte ziehen. Irgendwo muss ich doch die gute Karte ziehen. Das gibt's doch nicht. Ja, vielleicht habe ich ja nur schlechte Karten. Und ich spiele Hops. Du hoppst wie gesprungen. Ich hopps mal auch davon. Kein Problem. Darf man eigentlich eine Bombe nö drauf tun? Nein. Entschärfung darfst du nicht. Okay.
nicht. Bombe-Explosion. Nö, machen wir nicht. Nächstes Mal. Boom. Ja. So, die entschärfen wir. Ah, ich darf sie reinlegen. Ja. Die Karte ist weg. So, wo tun wir die Karte rein? Niemand will es erfahren. Wer war das, der letztens immer gemischt hat, anstatt die reinzusortieren? Du. Ich habe einmal gemischt, beim ersten Mal. Ja, immer machst du sowas. Ich bin dran. Ja. Ach so, ja. Ich spiele einen Angriff und damit muss Christopher 2 ziehen. Ich mische erstmal mit Abraham Lincoln. Früher war ich der Präsident der USA. Jetzt bin ich eine mutierende Krabbe. Abercrab Lincoln. Oh, das ist ein... Kaboom! Hat ja toll gemischt, der Christopher. Es sind ja noch alle drin, ne? Ja. Alle sind noch drin. Ich habe noch 2 Karten. Guck mal, wie viele Paul hat. Paul hat nichts ausgespielt. Ich spiele die behaarte Kartoffel und ziehe bei dir. Ja, misch deine 3 Karten sorgfältig. Tja, dann ist wohl die Entschärfung weg. Ja, du musst kosten ziehen, Paul. Naja. Kaboom! Wallis Entschärfung kommt zum Einsatz. Und wir machen das Ding mal total easy. Wo ist wohl die Entschärfung? Ja, die Bombe. So, ich weiß, dann, ich kann nichts machen. Doch, sterben. Chris, schenk mir eine Karte. Ja, hier. Und ich klau dir eine Karte. Nö. Mit deiner behaarten Kartoffel klaust du mir heute nichts. Ja, dann. Ja, toll, ich habe keine Karten mehr. Ich bin raus, heißt easy. Das. Tod! Boom. Wieso ziehst du auch bei mir? Ich habe keine Entschärfung. Yeah. Der hat die doch ausgegeben. Okay, die Exploding Kitten kommt nicht mehr rein. Stimmt. Na, jetzt bin ich raus. Wieso ist hier eine Exploding Kitten? Wer hat die denn so schön da reingelegt? Okay, du bist dran. Ich lebe. Ja, wir wissen jetzt alle, wo die ist, ne? Jemand hat sie falsch rum reingesteckt. Ja, aber an welcher Stelle weißt du eh nicht mehr. Ich weiß, wo sie liegt. Aber wo zählst du ja, die Karten? Ja, ich kann es so machen. So, ich spiele die Katzelone und ich klaue bei dir wieder eine Karte. Da ist jetzt nichts mehr so tolles. Ja, wahrscheinlich nicht. So. Ich weiß, was ich gleich mache. Was mache ich denn? Hast du was Gutes? Nein, aber ich weiß, was ich mache. Ich habe ja nur eine Karte. Ich probier's. Okay, sehr gut. Valeria. Keine Bombe. Okay, ich möchte von dir eine Karte geschenkt bekommen. Nein. Doch. Nein, willst du nicht. Ich will eine von dir. Ich spiele Blick in die Zukunft. Du kraulst einem ein Schwein das den Bauch. Ja, ich glaube, das sind viele... Gute Karten. Ja, also ich meine, das ist jetzt kein, da muss man keinen Blick in die Zukunft machen, da sind nur noch 4 Karten. Ja, ich weiß, aber davon sind nur Boom. 2. Boom! Paul hat gewonnen! Guck mal, ich habe noch 2 Entschärfungen auf der Hand. Boah. Ich habe noch einen Blick in die Zukunft, nö, und ein Mischen und ein Hops. Gepuff. Tja, so war's. So, das war Exploding Kittens. Paul hat gewonnen, den ihr gar nicht seht eigentlich. In der Kamera fällt mir gerade auf. Das ist er. Ein sehr gutes Spiel finden wir für zwischendurch. War auch eins der erfolgreichsten Kickstarter. Und ja. Nummer 1 steht hier. Ja, aber es wurde ja bestimmt schon übertroffen. Oder wird noch. Aber für ein Kartenspiel. Gut, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, eure Brettspielgeeks.